Hallo Leute, heute möchte ich euch mal ein bisschen den Wide Receiver Moritz Boehringer vorstellen. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen in den Medien von ihm gehört. Um ein bisschen mehr Publikation reinzubringen, habe ich den lieben Milan mitgebracht. Hallo. So, kommen wir jetzt erstmal zu der kleinen Vorstellung von ihm. Moritz Boehringer ist ein deutscher Wide Receiver, der bei den Schwäbischer Unicorns gespielt hat. Durch seine richtig gute Saison letztes Jahr, also er wurde Zweiter im Euro Bowl, ist die NFL auf ihn aufmerksam geworden und hat ihn zum sogenannten Pro Day vorgeladen. Dort sollte er dann sein Können unter Beweis stellen und zeigen, ob er reif genug für die NFL ist. Dort hat er relativ gute Ergebnisse hingelegt und wurde so dann in der sechsten Runde des diesjährigen NFL Drafts von den Minnesota Vikings gepickt, was er sich auch wirklich gewünscht hat, da sein Vorbild Adrian Peterson da gespielt hat. Ich bringe euch mal so ein bisschen Moritz Boehringers Können in Zahlen bei. In 16 GFL-Spielen hat er 59 Pässe gefangen und diese zu 1232 Yards gebracht. Insgesamt kam er auf 13 Touchdowns. In den Wochen vor und nach NFL-Drafts und danach wurde Moritz Boehringer auf Facebook, YouTube und anderen Medien wirklich hoch angepriesen. Er war das Wunderkind aus Deutschland und sollte und viele erwarteten von ihm, dass er in die NFL kommt, was er dann letztendlich auch geschafft hat. Nur die Frage ist jetzt, ob man mit dem Druck auch wirklich standkommt und durch die vielen Interviews nicht wirklich seine Karriere kaputt macht. Denn wie er selbst gesagt hat, ist er hier, um Football zu spielen. Was man ihm jetzt aber wirklich mit den Medien im Moment nicht wirklich machen lässt. Was relativ schade ist. Denn ich finde, man sieht auch so an seinen Scores, wie er in der letzten Saison gebracht hat, er könnte es wirklich zu was bringen. Und ich denke, wenn er noch weiter trainiert, kann er wirklich Startup bei den Minnesota Vikings spielen. Nur wenn man wirklich jetzt weiter mit Interviews auf ihn rumhakt, man sieht ihn wirklich öfter mit einem Mikrofon als mit einem Football, dann kann das relativ schnell zu Ende gehen, weil ich hätte auch keine Lust, wirklich, wenn ich Football spielen wollte und dann statt Football zu spielen nur die ganze Zeit Interviews gebe. Dadurch sind dann bei Kritikern die Theorie aufgekommen, dass er halt nicht wirklich zum Footballspielen da ist, sondern nur um Interviews zu geben. Damit meine ich, dass er nicht wirklich wegen des Könnens in Amerika ist, sondern nur, dass die Deutschen und auch weiter um Europa mehr Aufmerksamkeit dem Football in Amerika schenken, damit die NFL sich weiter ausbreiten kann und damit halt noch mehr Cash abstauben kann. Dann würde ich das bei Milan fragen, was er zu der Situation denkt, wie er über den Spieler denkt und die NFL mit ihren Vorgehen. Ja, ich persönlich gucke noch nicht besonders lange Football und interessiere mich auch nicht sonderlich lange dafür. Allerdings, ja, seit einiger Zeit bin ich echt Football begeistert, kann ich schon so fast sagen. Und ja, als es dann zu dem diesjährigen NFL-Draft kam und ich mich vorher ein wenig informiert habe, hörte ich, dass ein sogenannter Moritz Boehringer, ein deutsches Talent quasi, ja, gepickt werden könnte. Also habe ich ihn mir einfach mal angeguckt und man muss sagen, er ist wirklich nicht schlecht so. Und als er dann auch gepickt wurde von den Minnesota Vikings, habe ich mich schon ein wenig für ihn gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings, was zum Beispiel auf Facebook oder in den Medien allgemein gerade damit abgeht, das ja, finde ich schon ein wenig übertrieben, muss ich sagen, da von ihm quasi jedes kleinste Detail, was er irgendwie macht, so, weiß nicht, auf Facebook gepostet wird. Und ja, auf jeden Fall, ich finde, sie übertreiben es auf jeden Fall ein bisschen. Er ist zwar kein schlechter Spieler, aber wird zu Danke einem für deine gewissen Meinung Teil, denke und ich dass du schon, dabei bist. ja, nur Vielen in der Dank fürs Mannschaft Zusehen sein, um ein und bis zum wenig den nächsten Football Mal. quasi nach Deutschland zu bringen oder den Deutschen den Football an sich näher zu bringen. Ja.